So, herzlich willkommen zur letzten Black Ops 1 Zombie Map Moon. Und ja, wir sind noch nicht auf dem Mond, haben zwar instant die Packer-Punch-Maschine vor uns. Wir sind noch auf dem Boden, wir müssen uns mit einem Teleporter hochbeamen. Und zwar diesen, der gerade schon aufgeht. Und zwar bevor wir hier down gehen. Deswegen gehen wir jetzt hoch auf den Mond. Sie überlebten 30 Sekunden. Schutzanzug holen. Jawohl. Was haltet ihr davon, Biester? Denn hier gibt es jetzt keine Schwerkraft mehr. In dem Sinne, sondern, ja, wir sind auf dem Mond. Wie gesagt, keine Luft, keine Schwerkraft. Deswegen dieser Schutzanzug. Im Prinzip sind wir jetzt erst auf Runde 1. Das heißt, wir konnten uns unten schon ein paar Punkte haschen. Und wären normalerweise ja erst auf Runde 2 jetzt. Aber das ist eine Besonderheit an der Map. Die Runden unten zählen, glaube ich, nicht mit. Deswegen können wir hier schon ganz gut vorlegen. Das ist eine ziemlich große Map, das kann ich gleich schon verraten. Mit ziemlich, ziemlich viel Easter Egg-Kram. Und was die Zombie-Story angeht, einer der besten Maps. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch ab und zu, dass wir verfolgt werden von so einem Doppelgänger. Soll er machen. Gehen wir weiter. Pumpgun? Ja, komm. Hier geht's lang. Hier könnte man später mit dem Isaac Simon Says spielen. Hier geht's später wieder hoch. Da. Easter Egg Song Teddy Bear 1 gefunden. Und hier geht's auch noch rein. So. Na, wo bleiben die Zombies? Da. Du wagst es. Todbringer. Double Points nehme ich alles sehr gerne mit. Damit werde ich herrschen. Und das war auch die letzte deutsche Folge in dem Sinne von Black Ops Zombies, denn da ich ja die deutsche Version von Black Ops 1 besitze und man die Sprache nicht mehr umstellen kann auf Englisch, weil ich die englische Sprache einfach besser finde, gibt's ab Black Ops 2, wo das möglich ist, den Zombie-Modus auf Englisch. Soll ich erst links oder rechts rum? Ich weiß gar nicht mehr. Griffonstation, mir nach. Tschüss. Ich feiere die Map eigentlich so sehr. Eben wegen dieser Schwerelosigkeit. Aber die Zombies laufen hier rum, als wäre irgendwie nix gewesen. Dein Gesicht ist eine Beleidigung. Stirb. Ich glaube, ich erstmal nach links. Ja. Ein tödliches Werkzeug. War eine gute Wahl. So, zwei neue Schächte, wo die herkommen können. Da und da. Und natürlich von hinten. Man hört die Zombies ganz leise. Ich musste den Spielsound ein bisschen runterdrehen. Sorry. Kaputt. Und zum anderen, weil wir ja in diesem Anzug sind, ist sowieso alles gedämpfter. Auch noch eine Nuke gefunden. Schönes Ding. Die Flammen
Verdammten! Schön die Barrieren aufbauen. Und weiter. Im Text. Ach ja, jetzt sind wir hier unten. Auch hier können die aus der Decke kommen. Kennt man schon aus Shangri-La und Call of the Dead. Die Inflation bringt mich noch. Die Tür muss ich trotzdem so schnell wie es geht aufkriegen. Nützt alles nix. Kiste, Kiste, Kiste. Kein Glück mit der Kiste. Aber wir sind im Stromraum. Die Pyramide, ey. For 20 Points. Muss bloß aufpassen, dass sie nicht von beiden Seiten kommen. Solange ich sie hier rum scheuchen kann um die Pyramide, ist alles gut. Omni, brauche ich. Sehr geil. Ja, jetzt werden noch mehr sterben. So, Strom läuft ja, ne? Dann wie immer. Erstmal gucken, dass wir Jack finden. Und alles andere ist Verhandlungsbasis. Ach ja, die Crawler gab es ja auch wieder, nur mit dem Unterschied, dass sie sich teleportieren können. Ich tue schon wieder. Husch. Okay, wir auch noch kein Jack. P5, die holen wir uns jetzt statt der Shotgun. Oh, die Kreatur ist tot. Wie traurig. Traurig. Wie die ja schon rumjumpen. Komm zu mir, meine Kleinen. Ja, ja, sterb. Nö. Ich gehe nicht drauf. Zumindest hoffentlich nicht so schnell. Sein Leben bestand aus Schmerzen und Leid. Jetzt sterben sie. Das Glück meint es gut mit dem Doktor. Ja. Sie haben meine kleine Hütte im Biodom nie fertiggestellt. Au. Aber ich glaube, wir sind richtig. Coole Kuppel. Ey, hier klingt das wie ein Power-Up irgendwo. Sehr schöne Nuke. Wo war das denn? War das da drüben? Wahrscheinlich. War das hier? Da ist Dr. Nita. Aber hier ist auch die Kiste. Jetzt mache ich eine Autopsie. Geht fit. Entfernung. Ich dachte, hier war Jack, aber habe ich mich getäuscht. Für Jack müssen wir dann doch noch ein bisschen laufen. Hier kommt euer Tod. Hier kommt.
gute Dr. Richthofen. Ein besser Anblick. Ach ja, das portet uns jetzt erstmal wieder weg, oder? Nee, ich komm durch. Ich wollte gerade sagen, verarsche. Hier ist, glaube ich, der Teleporter zurück zur Erde. Ist auch noch kein Jack. Ja, es hat funktioniert. Jetzt kommt Phase 12. Oh, oh, knapp. Der Tod erwartet euch. Hier müssen wir jetzt gut Punkte ansammeln. Denn wir müssen ja durch die Tür auch noch. Ich meine, Jack müsste langsam mal kommen. Ah, die Erdaufgänge sind von hier aus so wunderschön. Was gab's eigentlich hier? Kann ich mir die leisten? Ich brauche mehr Geld, um das zu kaufen. Ich muss noch mehr töten. Dann machen wir das doch. Ist ja nicht das Problem. Hoch. Mir fehlt Munition, um die Patienten zu behandeln. Ja, gut ausgedrückt. Du wagst es, mich zu berühren, Scharge? Ich glaube, das hat er. Pinates fliegen ja auch mehr oder weniger in Zeitlupe durch die Gegend. Bam, 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 bam. Ich bade in euren Schmerzen. Oh nein, ich brauche Munition. Hab ich doch gerade, Edward, alles gut. Okay, war ich schon. Das heißt, Jack ist doch wo ganz anders. Nicht schon wieder ein Crawler. Oder bin ich an Jack einfach vorbeigelaufen, wie so ein Bindi? Ich glaube ja. Das war, glaube ich, ganz am Anfang im anderen Raum. Zack. Oder hier oben. Nee, hier war es nicht. Nee, nee. Gehen wir mal da hinten rein. Scheiß Zombies. Ich meine, da unten ist Jack. Nee, auch nicht. Aber Doppelfeuer Malzbier. Und das ist mindestens genauso gut. Wo kommen die denn jetzt? Bestimmt schon wieder nur einer oder ein Crawler oder sowas. Hallo? Tatsächlich, komm her. Eine Schande, etwas so Schönes zu töten. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Laufende Runde. Omikron.
Die Baggermaschine! Sie kommt! Oh, das Blut ist so herrlich! Ja, es hat funktioniert! Jetzt kommt Phase 12! Was auch immer Phase 12 ist. Die Inflation bricht mich noch um. 1250. Ihr wagt es, den Doktor anzugreifen? Check, 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 check. Everywhere. Check, check, check. Kein Check, kein Check. Komischer kleiner Raum, richtiger komischer kleiner Raum. Ach, jetzt bin ich hier einmal rum. Scheiße. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, haben wir gleich ein Problem. Oh. Fuck. Aber wir haben uns weggeportet, woanders hin. Ah, die Erdaufgänge sind von hier aus so wunderschön. Ich müsste trotzdem ja relativ zum Anfang zurück. Ein Quick Revive. Ich möchte das köstliche Fleisch kosten. Die Teile, die Teile. Insta-Kill, nice. Überall. Ihre Qualen sind so erotisch. Death Machine. Du Arsch. Tut das weh? Ja, es hat funktioniert. Jetzt kommt Phase 12. Wieder in den Startraum zurück und Quick Revive angeln. Was haltet ihr davon, Priester? Simon Says ist aktiv, oder ist schon? Ohne die Kugel muss ich zustechen. Zustechen! Klar, dass ihm das gefällt. Keine Muni mehr. Wenn wir hier herumtrödeln, sind wir erledigt. Du Scheiße, jetzt ist der Weg blockiert. Wow, hat mich fast zu Tode geblockt. Ach du Scheiße. Ich muss Munition finden. Und das schnell, bitte. Oh, verfluche dich, du einer Dreckszombie. Ganz im Ernst. Ich verfluche dich. Ich lebe!
Wenn wir jetzt getroffen werden, sind wir am Arsch. Darauf wird es vielleicht auch hinauslaufen. Ohne die Kugel muss ich zustechen. Zustechen! Geringe Schwerkraft macht so viel Spaß! Ja, lol. Wir sind auf einem Felsbrocken gelandet. Oh mein Gott. Aber gut, das war jetzt, also 11 Runden ist ja schon ein bisschen wenig. Ich versuche irgendwann nochmal ein bisschen mehr von Moon zu zeigen, weil die Map trotzdem als letzte Map ziemlich viel Potenzial hat. Wann das Ganze passiert, weiß ich nicht. Das 11 Runden ist ja schon ein bisschen mickrig. Und jetzt, wie ich gestorben bin vor allem, irgendwann keine Munition mehr und dann war ich an der Kiste und dann bin ich durch den Aufprall auf den Stein gestorben. Das fand ich jetzt ein bisschen erbärmlich. Aber sonst ist die Map ziemlich cool. Wir haben leider noch nicht mal, ja, 3/4 gesehen, würde ich behaupten. Und ja, zwischendurch kann man sich dann immer mal wieder mit dem einen Teleporter auf die Erde porten. Kann da unten Punkte sammeln. Da gab es ja auch noch einen Perk und die Packer-Punch-Maschine. Dann kann man da unten wieder, so lange wie es geht, versuchen zu überleben. Es kommen immer mehr und immer stärkere Zombies. Dann muss man wieder hoch auf den Mond. Und immer so weiter. Also das ist so ein unendliches Hin und Her. Und wenn man das Easter Egg machen möchte, muss man erst die Easter Eggs auf den Maps davor gemacht haben. Aber die gehen, glaube ich, alle meines Wissens nach eh nur mit 4 Spielern. Deswegen wird es bei mir ein bisschen schwierig sein, das euch zu zeigen, denke ich mal. Aber gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und als nächstes kommt, bevor Black Ops 2 kommt, also ich versuche mein Bestes. Ich werde da auch relativ viel Zeit rein investieren und versuchen, so viel zu recherchieren, wie geht. So eine kleine Story-Zusammenfassung, was bisher passiert ist. Vielleicht teile ich das in 2-3 Teile auf. Diese World at War-Story, sag ich jetzt mal, von Nacht der Untoten bis der Riese vielleicht. Und dann einen Cut machen von Kino der Toten bis eben It's Moon, was ein längeres Video werden könnte. Und danach, wenn die Videos draußen sind, dann werde ich erst mit dem Black Ops 2 Zombie-Modus weitermachen, weil wir dann einfach diese, ja, nette Übergangsphase haben, wenn man das so nennen kann. Okay, werde ich jetzt keine Backe abquatschen. Bis zum nächsten Mal, Leute, und macht's gut.